Servus Leute, willkommen zu mir. Tollwürmer 2 Online Action, heute mal wieder live. Franco am Start und wir. Ich habe mal Bock auf die Tiermenschen. Unser Gegner Dr. Kinky nimmt die Orks. Und ich würde sagen, wir schnappen uns mal Morgur. Morgur ist ganz gut, weil die Chaosbruten eigentlich ganz gut sein müssten gegen seine leicht gepanzerten Orks. Außerdem haben die ja immer ein Problem mit Moral und Chaosbluten verursachen ja auch Terror. Insofern denke ich, sollte das passen. Dann nehmen wir mal noch ein bisschen. Nehmen wir mal die Wildnislehre. Das ist das mit dem Zygor. Das will ich aber diesmal nicht. Sondern ich will die Bestienlehre. Und ich will den Jungen auf dem Streitwagen ein bisschen aufpassen. Und wir schnappen uns auf jeden Fall schon mal Maus der Krähen, der ist eigentlich immer gut. Oh, jetzt nimmt er die Elfen hier. Dann will ich auf keinen Fall die Lehre des Magie, sondern ich will die Todesmagie. Ja, wenn er Drachen hat, habe ich allerdings ein bisschen Problemchen. Da müssen wir jetzt unsere Strategie ein bisschen ändern. Moment mal, wenn er Drachen hat. Ich könnte ja, naja, aber gegen die Hochelfen. Ich wollte nämlich eigentlich mal die Tiermenschen mit ein paar Fernkämpfern spielen. Aber wenn der unser Gegner jetzt die Elfen nimmt, dann haben wir ein bisschen ein Problem damit, mit viel Bogenschützen zu spielen, weil die Hochelfen Bogenschützen einfach so immens überlegen sind. Aber ich habe mal Bock, ein paar von denen zu bringen. Dann einmal eine Einheit Minotaurin. Ne, keine Minotaurin. Nehmen zwei von denen. Lassen wir mal Seelenraub daheim. Und da wäre vielleicht dann ein anderer Held sogar noch angebracht. Und zwar einen ganz stinknormalen Helden. Dass sie ein bisschen mehr Kohle haben. Apokalyptische Vision ist eigentlich ziemlich cool. Minus 6 Rüstung brauche ich das eigentlich nicht wirklich. Und dann will ich eine Einheit Bestigos weniger. Und ich will dafür ein paar normale Gorherden vielleicht. Genau. Und den paar. Wir brauchen auf jeden Fall wieder eine Einheit von denen. Wir haben zwei Zentigors. Ich will auf jeden Fall noch Hunde. Und was halt cool wäre, wenn ich jetzt halt gegen die Elfen was gegen ihre Bogenschützen hätte. Also ich habe die Jungs hier gegen Drachen, sowie auch die andere Kavallerie. Den dürfen wir eigentlich auch Drachenprinzen ganz gut hinkriegen. Und ich will allerdings noch was gegen seine Bogenschützen und gegen seine Speerträger haben, weil Speerträger immer sehr beliebt sind. Die Bestigos sind gegen Phönixgarde. So wie auch die Todesmagie hier, die können wir gegen Bogenschützen mit dem Wagen und gegen Elite-Einheiten wie Drachenprinzen oder andere einsetzen. Und ich hätte halt gern noch ein bisschen mehr Infanterie, die ich in Vorhut aufstellen kann. So, wenn wir es vielleicht so machen würden. Und weiß nicht, haben die, meint ihr die Jungs, ich glaube. Oh, er sagt, es ist ein Noob wahrscheinlich. Wahrscheinlich will er mich nur baiten und mich in Sicherheit wiegen. Ich nehme jetzt mal noch zwei so Go-Herden mit. Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Mein Held, der steht einfach bei der Infanterie, der General. Mit den Zentigos mit Wurfechsen wollen wir Drachen jagen. Auch wenn die Wurfechse nicht so ganz optimal sind, um fliegende Ziele zu zerstören. Aber es ist egal und wir stellen unsere Infanterie, die Goas,
Also die Ungoas, glaube ich, heißen die ja, diese schwächste Infanterie der der Tiermenschen, die stellen wir hinter seiner Armee auf, weil die sind ja auch versteckt. Mit denen wollen wir seine Bogenschützen töten und wenn er, für den Fall, dass er Seegarde von Lothar hat, dann können die Ungoas die wenigstens eine Zeit lang aufhalten. Ich glaube, die können die zwar nicht im Nahkampf besiegen, aber die sollten trotzdem die für eine Zeit lang aufhalten können, weil diese Seegarde von Lothar zwar eine sehr hohe Nahkampfabwehr hat, allerdings nicht so die beste also nicht das beste Schadensoutput. Und unsere normalen Goas hier, die sollen mit ihren Schilden Bogenfeuer auffangen und Speerträger angreifen. Die Bestiegoas sollen dann gucken, wo ihre jeweiligen schwer gepanzerten Ziele sind. Ich wollte gerade schon meinen General hier so per Karte reinziehen. Unser Todesmagier, der ist unser mobiler General. Beziehungsweise unser mobiler Offizier. Unsere Kavallerie, die platzieren wir mal hier so ein bisschen auf der einen Flanke. Die Wurfäxte, mit denen müssen wir aufpassen, dass wir außerhalb der Reichweite der Bögen bleiben. Allgemein, das gilt allgemein für unsere ganze Kavallerie. Und diese Map ist irgendwie nicht so ganz gebalanced, habe ich das Gefühl. Da kann sich mein Gegner halt so voll heftig. Hier an den Felsen turteln. Also in den Felsen. Wenn er seine Armee hier am Felsen aufstellt, habe ich halt keine Möglichkeit von hinten zu kommen. Da müssen wir gucken, dass wir irgendwie so ein bisschen um ihn rumkommen. Und würde sagen, das passt mal. Gut, dann schauen wir mal. Sagen wir noch GLHF zu meinem Gegner. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ja. Wir haben leider nicht so viel Magie für den Anfang, aber ist okay. Und ich bin wirklich davon abgekommen, irgendwie mit diesen Gruppen anzugreifen. Okay, was hat er denn so? Die Bestiegos dürften eigentlich gegen diese weißen Löwen ganz gut klarkommen. Aber es sind schon eine Menge. Es sind fünf weiße Löwen. Hat er hier Speerträger an den Flanken? Ist okay. Hier hat er noch eine Einheit Drachenprinzen versteckt. Wir kriegen jetzt natürlich eine Menge Pfeilfeuer rein. Bisschen doof, aber wir holen uns mal die Drachenprinzen. Unser Todesmagier, der passt ein bisschen auf. Okay, die Goas gehen mal in die Flanken, unterstützen ihre Brüder, die hier bleiben mal so ein bisschen in der Mitte. Die Bestiegoas, die gehen einfach mal hier mit rein. Hier kriegen wir mal ein bisschen seine Drachenprinzen dran, hoffentlich. Hier hat er sich jetzt ein bisschen eingezwickt. Mit unserem Todesmagier gehen wir mal vor. Holt er sich jetzt mit unserem Ungurs. Mit denen gehen wir allerdings einfach mal weiter. Seine Drachenprinzen, die sind jetzt hier in einer ziemlich schlechten Position. Was ist das für ein Zauber? Maustierkrähen, okay. Ja, kein Problem. Kein Problem. Hier jagen wir mal ein bisschen feinste Magie. Beziehungsweise die Fähigkeit unseres Generals hier rein. Und der hat hier allerdings keine Einheit Lothern Seegarde, das ist ganz gut. So, die Wurfäxte, die gehen mal zum Drachen. Unsere beiden. Die Hunde auch. Wir gehen nun mit unserer Kavallerie mal auf seine Bogenschützen. Mit den Wurfäxten holen wir uns einen Drachen nach Möglichkeit. Unser Wagen hier, der kann auch ein bisschen. Hier holen wir uns jetzt seine Bogenschützen.
mit unseren Vestigos, das ist sehr schön. Unser General, der muss so ein bisschen in Sicherheit bleiben. In den Centigos gehen wir jetzt mal zu seinem Drachen. Unsere anderen Centigos werfen weiterhin auf seinen Drachen. Unser Todesmagier, der ist hier wieder weggekommen, das ist sehr schön. Die anderen Centigos, mit denen können wir jetzt auch mal hier reingehen. Die dürften eigentlich ganz gut gegen den Drachen hier ankommen. Und die Wurfäxte gehen weiter auf den Drachen. Hier machen wir mal, jetzt sind wir wieder in so einer Wurstposition. Das passiert in letzter Zeit irgendwie ziemlich häufig. Nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Diebestigos. Hier kümmert sich weiter um die Flanke. Und yo. Ich denke, momentan schaut es ein bisschen schlecht für meinen Gegner aus. Wäre ganz cool, wenn ich jetzt ein paar flottere Einheiten nochmal abbeordern könnte, um... Okay, sein Drache nervt mich hier gerade so ein bisschen, was soll denn das? Um die fliehenden Einheiten hier zu fangen, die hier sind zum Glück schon gebrochen. Und sein Drache ist gebrochen, okay. Oh ja, na da, das war's dann für meinen Gegner, knapper Sieg. Ja. Was hat mein Gegner denn jetzt hier? Ich meine, ich weiß nicht, bei mir ist es auch oft so, dass diese weißen Löwen sich immer nicht so wirklich lohnen. Er hat seine Drachenprinzen einsperren lassen und die wurden dann halt natürlich von der Übermacht vernichtet. Das war so ein bisschen das größte Problem für ihn, dass er seine Drachenprinzen so verloren hat. Außerdem haben die weißen Löwen einfach nicht wirklich gut genug gehalten können gegen die Estigos. Das war eigentlich sein größtes Problem. Die weißen Löwen haben ihm eigentlich das Spiel gekostet, weil die den Nahkampf so schnell verloren haben. Und damit seine Bogenschützen, die auch zu nah an seiner Nahkampflinie dran war, dann keine Zeit mehr hatten, um zu reagieren und wegzukommen. Und ich würde sagen, wir zocken noch ein Gefecht, das war jetzt so ein bisschen kurz. Und vielleicht kann man ja diesmal noch eine Runde mit den Tiermenschen machen, bei der wir ein bisschen Fernkampf einsetzen können. Das wäre eigentlich ganz cool, das war ja jetzt gerade so ein bisschen die... Idee. Ich wollte eigentlich die Tiermenschen mit ein paar Bogenschützen spielen, aber das kann man eigentlich einfach gegen die Hochelfen meiner Meinung nach nicht machen, weil die Hochelfen einfach so abnormal gute Bogenschützen haben und vor allem die Reichweite auch so hoch ist und die kriegen es immer ein bis zwei Pfeile ab, bevor man überhaupt die erste Salve mit den Raidern abkriegt. Und er nimmt das Imperium. Ja, da können wir noch mal was machen. Da nehmen wir mal Morgur und da können wir auch ein paar Fernkämpfer nehmen. Das sollte eigentlich ganz gut gehen. Und dann könnten wir vielleicht auch mal Minotauren nehmen, einmal. Weil Minotauren sind ziemlich stark. Vielleicht sogar zwei. Und dann zwei Bestigos, das sollte eigentlich reichen, ein paar Gorherden. Und wie wäre es denn da mal mit der Lehre des Schattens, hä? Das ist doch eigentlich ganz cool. Das Miasma ist ganz gut, Entkräftung brauche ich auf jeden Fall. Und das Pendel. Komm, die drei Zauber sollten eigentlich passen, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel Zauber haben will. Einen lassen wir noch daheim. Nur das Pendel will ich mal probieren. Die Entkräftung ist auch sehr gut, das Miasma lassen wir daheim. Brauchen wir einen Gorbul? Ja, die sind eigentlich immer recht gut, aber da sparen wir ein bisschen an dem. Das ist unsere Frontlinie mit Morgur zusammen. Dann will ich noch zwei Speere. Die Frage ist jetzt, habe ich kein Geld mehr für Fernkämpfer? Weil ich brauche auf jeden Fall noch wenigstens eine Einheit Gorherden. Dann kann ich nur noch eine Einheit von den Fernkämpfern leisten. Ich habe ein bisschen wenig Truppen. Die Minotauren sind halt sehr teuer. Und wenn ich vielleicht... Nee, ich will die behalten, die Minotauren. Die sind cool. Müssen wir nur echt aufpassen mit den Fernkämpfern meines Gegners. Können wir vielleicht hier nochmal den Ruf der Gewalt weglassen.
Und was sind denn die Zauber eigentlich? 74 und 174. Nee, die sind eigentlich schon günstig. Die könnten allerdings den noch einen weglassen. Und zwei Fernkämpfer mit reinnehmen. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, irgendwo noch ein bisschen Kohle wegzureichen, dann könnten wir da noch was mitnehmen. Und ich denke, dass das dann passen dürfte eigentlich. Schauen wir mal. Keine Ahnung, ob wir das hinkriegen werden. Zwei Ungor Raiders sind jetzt nicht so der Bringer. Aber wir können auf jeden Fall seine Kavallerie ziemlich fertig machen. Sowie auch seine fliegenden Generäle. Müssen allerdings dafür außerhalb der Reichweite seiner Fernkämpfer bleiben. Und wir könnten... ja, die Bestigors, die werden uns den Nahkampf wahrscheinlich gewinnen. Es sei denn, er hat eine krasse Übermacht an Pihandkämpfern. Aber der Plan ist jetzt halt mit den Go-Herden, also mit den normalen Goren mit Schild und Axt, um die Flanke rumzukommen. Wenn uns die... wenn uns der Frontlinienkampf, so wie er dann sich zeigt, nicht gefällt. Mal gucken. Mal angenommen, er hat Schwertkämpfer in der Frontlinie, dann würde ich mal sagen... Halt, Moment, die sind ja nicht versteckt, ne? Verdammt. Okay, dann gehen die einfach ein bisschen in den... wobei, ich muss ja defensiv spielen. Ah, das ist jetzt ein bisschen doof. Ist doof, ich hätte die normalen Raider nehmen sollen. Die sind nämlich versteckt. Weil eigentlich wollte ich die Jungs hier nehmen, um die Flanke zu kommen und dann die Speerträger in Flanken zu zerschnetzeln, weil diese... Vorherden mit zwei Handwaffen, also mit zwei Einhandwaffen, die zerschnetzeln Speerträger im Nu. Aber das ist nur eine brauchbare Taktik, wenn ich auch wirklich ein Angriffsmanöver, also eine Rush-Armee spiele. So wie es jetzt ist. Will ich ja eigentlich meine Truppen eher so ein bisschen defensiv einsetzen. Ich habe auch ein bisschen Lag, kommt mir vor. Naja gut, dann spielen wir es einfach mal so. Hier sind das Sondereinsatzkommando. Gerade ist auch, dass ich es jetzt hier nirgends verstecken kann. Den gucken wir mal, dass wir so ein bisschen da dann rumkommen. Unsere Raider sind Gruppe 5. Die Speere sind, die steuere ich so und ihr seid Gruppe 6. Nur Tau, mit denen muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man da nicht... Wir da nicht von den Bogenschützen, von den Musketenschützen zerstört werden, weil die Minotauren sind eine Einheit, auf die Bogenschützen noch schießen können. Und wir sagen nochmal GLHF. Und dann würde ich sagen, lass die Spiele beginnen, aber wir können auf jeden Fall ein bisschen weiter vorgehen noch. Weil, für den Fall, dass man gegen eine Artillerie hat, dann nehmen wir hier nicht so viel Schaden. Wir gehen mal vor. Bringen unsere Goas zurück mit hierher. Und was ich auch nicht mehr mache, ist diese Gruppenangriffsbefehle zu geben. Das ist nämlich echt ätzend. Er hat einen Hexenhammer und einen Mörser. Okay. Ups, ich habe meine Helden vergessen. Okay, wir müssen hier mal so ein bisschen... Zickzack-Manöver starten. Ah, er hat... Okay, der Lag ist real. Der Lag ist real. Machen die jetzt diese Manöver oder nicht? Das ist ein bisschen ätzend. Also, ich denke mal, mit der Frontlinie müsste man eigentlich klarkommen. Er hat hier nur Speerträger eigentlich. Hat eine Menge Fernkämpfer. Was auch der Grund ist, warum wir uns wahrscheinlich jetzt so ein bisschen breiter aufstellen werden. Gucken, dass wir durch Lücken mit unserer Infanterie durchkommen. Aber das Problem ist, wir bleiben erstmal noch so. Und lassen unsere Bestigors noch hinter unseren
Goas mit Schilden, damit die Goas das Feuer der Musketen abfangen. Mit den Goas hier, da gucken wir mal, dass wir hier rumkommen, weil wie gesagt, mit die sollen auf jeden Fall gucken, dass sie die Speerträger hier platt kriegen. Da müssen wir allerdings auch so ein bisschen vorsichtig sein. Mit denen werden wir weiter hier dodgen. Er wird jetzt auch gleich das Feuer auf die Minotaurinnen öffnen. Würde ich zumindest machen, aber er schießt auf die Infanterie momentan noch. Mit unseren Fernkämpfern können wir schon mal seine Musketenschützen einfach mal angreifen, beziehungsweise sein Luminak, den ich hier noch gar nicht gesehen habe. Also eine sehr, sehr intensive Fernkampfarmee. Aber wir haben den Lag, oder? Ja, wir laggen. Oh, das ist ätzend. Okay, aber wir können ja schon mal Angriffsbefehle geben. Weil er scheint jetzt hier nicht seine Armee anpassen zu wollen. Das heißt, wir gehen mal mit den Goas hier auf die Musketen. Den gucken wir mal, dass wir die Speere hier an die Speere rankommen. Mit denen gehen wir mal. Einfach mit denen bleiben wir noch hinter unseren Goas. Den, wie gesagt, gehen wir auf die Musketen. Morgur geht in die Mitte einfach rein und guckt, dass er irgendwo reinkommt. Unser Schamane, der geht mal hier rum. Nachdem man aber keine Demigreifen hat, können wir mit unseren Minotauren auch wunderbar rushen. Und wir nehmen natürlich jetzt hier eine Menge Feuer von den Luminak, was besonders ärgerlich ist, weil Morgur natürlich anfällig für Feuerschaden ist. Und der Luminak, der Feuerschaden macht. Morgur geht weiter vor. Wir geben unseren defensiven Spielstil auf. Wir haben jetzt hier auch schon eine Einheit Minotaurin verloren. Morgo geht weiter. Dodgen hier mal ein bisschen noch den Luminak. Aber wir haben es leider nicht hier hingekriegt, ihn zu dodgen. Mit unseren Offizieren hier gucken wir mal, dass wir hier rumkommen. Wir haben hier noch einen Streitwagen am Start auch. Und können immer ein kleines Pendel starten. Vielleicht merkt es ja nicht. Aber er merkt es anscheinend nicht. Ah! Tut natürlich jetzt arg weh. Ist natürlich jetzt ein bisschen übel mit dem Gorbul. Gehen wir mal auf den Luminak. Der hier immer weiter unseren Armen Elden hier beschießt, Morgur, genau, hier kommt Karl, nee, ein Feldherr des Imperiums. Will uns den Magier sich holen, aber den müssten wir eigentlich ausmanövrieren können. Vielleicht kommen wir auch mit den Bestigors hier noch rum, das wäre ganz gut. Aber ich will eigentlich den Bestigors hier nicht, da gucke ich mal, dass ich hier durchschlüpfe. Unser Gorbul kommt hier rein. Bestigors, die gehen hier rum. Die Minotauren, die chargen mal hier durch. Und Morgur bindet hier einstweilen die Fernkämpfer, das ist ganz gut. Kann man auch gleich mal eine Einheit ausbluten beschwören. So, hier müssen wir gucken, dass wir vor dem General wegkommen. Und wir können auch gleich noch eine Entkräftung hier casten. Ich weiß gar nicht, ob sie. Nee. Wie viel Nahkampfangriff hatten der Lumen. Abwehr hatten der Lumen. Nee, nur 10. Da wäre es Verschwendung, den Zauber hier zu casten. Wir bräuchten hier ein bisschen Unterstützung. Wertträger hier haben den Nahkampf hier ganz gut im Griff, leider. Unsere Bestigors sind allerdings hier schon ziemlich übel im Nahkampf drinnen. Oh mein Gott, der Lag. Der Lag ist so hart. So, mit den anderen Fernkämpfern. Könnten wir jetzt mal hier drüben uns um die Kanone kümmern. Und der Feldherr des Imperiums macht hier echt übelst Schaden an meinem Magier. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich fliehe hier mal mit dem Magier durch die restlichen Helden durch. Also verdammt, wir haben es nicht geschafft durchzukommen. Dann gucken wir mal, dass wir unsere Minotauren hier reinkriegen, weil das ist ja eh eigentlich ihre Aufgabe. Solche Jungs hier Platz zu machen. Die anderen Minotauren, die sich wieder gesammelt haben, können auch wieder zurückkommen.
Hier nimmt er Anlauf für einen Schuss. Da gucken wir, dass wir so ein bisschen ausweichen können. Und jetzt sollten wir mal gucken, dass wir hier langsam mal die irgendeine Flanke entscheidend gewinnen. Da hat unser Gobble Fleet auf der Seite. Und da wird auch noch genetzt. Krass, okay. Die Speere kommen mal hier rum. Hier räumen die Bestigos natürlich übel auf. Wir kommen jetzt unsere Minotauren rein. Was ich nicht ganz verstehe, ist, woher der ganze Schaden an den Bestigos hier kommt. Hier ist vielleicht auch so ein bisschen viel beim Haufen. Naja, aber es, momentan sieht es eigentlich jetzt noch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Und, unser Gorgon scheint sich gefangen zu haben. Okay, ja, das dürfte eigentlich gewesen sein. Damit war es das. Wo ist eigentlich so ein General? Ja, das war's dann. Hier ist unser Gorbel wieder da. Sehr schön. Gucken, auf wen schießt er denn hier eigentlich? Auf die Boars hier drüben. Hier kümmern wir uns nochmal um die Fernkämpfer. Kümmern die Fernkämpfer sind natürlich jetzt unser größtes Problem. Gerade auch dieser Luminak hier auf der Seite. Gucken wir mal, dass wir mit den Chaos-Truppen hier durchkommen. Morgur, denen geht es allerdings noch sehr gut. Gefällt mir. Und ja, da hat mein Gegner. Sag mal, GG. Ja, okay. Feine Sache. Oh, da geht er drauf. Verdammt. Ein Bestigurs. Wo haben wir denn noch jetzt hier einen Kern, wo wir die Bestigurs brauchen könnten? Hier ist ein. Ach komm, wir gehen mal hier um die Flanke rum. Hier haben wir unsere Minotauren drin. Hier gehen wir mit den Bestigos um die Flanke rum. Ausbruten hier, die gehen mal hierher. Morgur kommt auch mit hier rüber. Die Minotauren hier, die gehen mal hier hinter. Machen. Räumen hier noch endgültig auf. Unser Magier, den haben wir auch noch. Den habe ich jetzt ganz vergessen. Ah, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass die Bestigos hier nochmal Schaden nehmen, aber ist okay. Ausbluten sind natürlich unbrechbar. Und dann bringen wir hier noch mit rüber, zusammen mit Morgur. Die Minotauren, die machen jetzt natürlich noch richtig stunk hier auf der Seite. Bestigos haben sie geschafft, das Feuer zu überwinden. Und das war's für meinen Gegner. Ich glaube, das ist ein Chinese, mein Gegner. Weil man auch seinen Namen nicht gesehen hat. Und das ist oft der Fall, weil der Gegner dann so chinesische Schriftzeichen benutzt, die man nicht die irgendwie nicht dargestellt werden bei uns Europäern. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Kills an. Eigentlich eine ganz interessante und coole Armee. Viel Fernkampf. Weiß auch nicht. Vielleicht hätte er es einfach anders spielen sollen. Hätte er schon auf jeden Fall gewinnen können. Aber, na gut. Entschuldigung nochmal für den Lag. Und ich bedanke mich auf jeden Fall trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Freut mich echt, dass ihr am Start seid. Auf jeden Fall. Danke nochmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.